Der Ring war leider nicht bei den Beweismitteln. Offizieller Besitzer des Clubs ist eine Firma aus Zypern. Er gehört aber eigentlich dem Gangster Lukas Kasalski. Er steht bestimmt in Ihren Akten. Das hätten Sie auf offiziellem Wege sicher nicht rausgekriegt. Also glauben Sie nicht, dass Jakubiak der Mörder ist? Ich habe herausgefunden, dass mein Mann diesen Gangster vertritt. Das könnte ein Motiv sein. Also ja, ich habe meine Zweifel. Ich müsste mal Monikas Zimmer sehen. Wenn mein Mann weg ist. Wenn Ihre Vermutung stimmt, verliert Ihr Mann vielleicht seine Zulassung. Ist meine Tochter auch vergewaltigt worden? Das wissen wir nicht genau. Sie hat Verletzungen, die darauf hindeuten. Aber die wurden ihr nicht direkt vor dem Mord zugefügt. Also geht das Ganze schon länger, ja? Sieht ganz so aus. Was für Verletzungen? Wollen Sie das? Erzählen Sie es mir.